Hallo und herzlich willkommen, lieber Stier. Mein Name ist Ciro Zabine und dies hier ist das Reading für die zweite Monatshälfte im November. Ja, vom 15. bis zum 30. November möchte ich jetzt gerne mit dir schauen, wie zeigt sich diese zweite Monatshälfte, wie geht es weiter, welche Energien verstärken sich vielleicht auch und was löst sich vielleicht sogar ganz auf. Dieses Video, lieber Stier, wird eine Fortsetzung haben und da schauen wir mit dem Tarot nochmal tiefer in die Energie hinein und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, einmal als Einzellink oder einmal über den Button Mitglied werden. Beachte bitte auch, dass das Ganze ein kollektives Reading ist und dass nicht alles für jeden passen kann. Und du bist eingeladen, dir dazu auch gerne die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen anzuschauen. So, ich habe mich entschlossen, hier mal mit Orakelkarten zu arbeiten und wie gesagt, mit dem Tarot dann in die Tiefe zu schauen. Wobei es sind keine wirklichen reinen Orakelkarten. Es ist auch der Aspekt des Tarot hier mit dabei, aber die Karten sind einfach auch anders. So, für Stier, die zweite Monatshälfte im November, 15. bis 30. November. Welche Energie darf ich hier für Stier lesen? Was liegt hier im Jetzt? Was liegt im Jetzt? Wow! Ja, lieber Stier, das Bewusstsein, Awareness, dir deiner selbst bewusst sein. Nochmal tiefer bei dir ankommen, deine Welt aus dir heraus gestalten, aktivieren, jeden Moment neu betrachten. Ja, und wir haben gerade sehr starke Sonnenaktivitäten, sehr hohe Energieschwingungen, die in dir und in uns allen ein neues Bewusstsein freischalten möchten. Wir haben hier zudem die Energie des Magier und der Magier steht für einen Neubeginn. Du stehst hier an der Schwelle zu etwas Neuem und du darfst mit dem arbeiten, was auf deinem Tisch liegt. Und weißt du, wie ich vor vielen Jahren immer wieder diesen Satz gehört habe, nimm das, was auf deinem Tisch liegt. Ich konnte nicht wirklich viel damit anfangen, doch mittlerweile habe ich gemerkt, es geht darum, in dem zu sein, was gerade da ist und ja, auch mit dem zu, ich sag mal, werken, was gerade da ist oder zu wirken. Und wenn da schwierige Situationen sind, ja, dann lauf nicht davon, sondern sei da und schau, was kannst du jetzt in dir an dieser Situation verändern oder hauptsächlich in dir, damit sich diese Situation einfach auch verändern kann. Das ist auch Awareness, Bewusstsein. Wir schauen uns mal an, was hier in der Vergangenheit liegt. Ja, guck mal, einiges, halber Stapel und möglicherweise losgelassen werden darf oder ja, vielleicht auch noch Einwirkungen hat auf dein Bewusstsein. Bitte für Stier eine Karte. Vergangenheit. So. Ja, Fulfillment of Wishes, die Wunscherfüllung. Ja, und das dürfen wir loslassen, das darfst du loslassen. Und das kann womöglich eine Herausforderung sein. Und doch, lieber Stier, kann das eine Riesenchance sein, weil dir vielleicht auch bewusst wurde oder auch gerade wird, dass
Ja, dass es ganz viele Wünsche und Sehnsüchte in dir gibt, dass aber nicht zwangsläufig das Außen dir diese Wünsche immer erfüllt oder dass diese Wünsche sich im Außen ja anders darstellen. Wir haben hier die Erfüllung der Wünsche. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass da so vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen Überdruss ist. Wir werden alle immer wieder dazu verführt, uns auf diese Wünsche im Außen zu fokussieren. Aber der Fokus des Magier, der geht eben auch nach innen. Und da darfst du schauen. Und wenn im Innen deine Wünsche alle erfüllt sind, du sprich hier diese 9 Kelche in dir trägst und diese sind gefüllt mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Liebe, ja, dann sind deine Wünsche in Erfüllung gegangen in dir und du gehst hier einen neuen Weg, du entscheidest neu. Der Magier ist auch immer wieder die Entscheidung für einen neuen Weg. Das ist das Bewusstsein. Es ist Entfaltung, es ist Wachstum, es ist Evolution. Und wir alle sind mit dabei. So, und was möchte sich in der Zukunft aktivieren? Hier hat sich schon eine Karte umgeflippt und wir haben hier nochmal mehr die Klarheit. Wir haben hier die klare Entscheidung, den Durchblick, die Entschlossenheit, unter Umständen aber auch, und das möchte ich dennoch anmerken, ein zweischneidiges Schwert. Und wenn du dieses Ass der Schwerter, was dir hier gereicht wird, voller Bewusstsein nutzt, dann dient es dir, dich von alten Fesseln, von alten Ketten zu befreien. Es dient dir, klar und aufrichtig das zu kommunizieren, was in deinem Bewusstsein ist. Es dient dir, klar deine Wahrheit auszusprechen und ja, und daher vielleicht auch dieses zweischneidige Schwert. Deine Wahrheit muss nicht die Wahrheit eines anderen sein. Also von daher gibt es hier vielleicht so diesen Aspekt, dass du für dich schaust, okay, wer fragt dich nach deiner Wahrheit, nach deiner Wahrnehmung, dann kommunizierst du das und ansonsten, ja, nutzt du deine Klarheit ganz einfach auch für dich. Sehr spannend. So, was liegt hier noch im Unbewussten für Stier? Dass du einmal mehr Rückzug dir erlauben darfst. Wir haben hier Rückzug, Ausruhen, Regeneration, ja auch mal das Schwert der Erklärung, der Erkenntnis im Außen zur Seite zu legen und nochmal tiefer anzukommen, nochmal tiefer in dir einzutauchen. Und dieses Bewusstsein, was hier ja mit der Verbindung zu deiner Seele schon da ist, was aber auch tiefer sinken möchte, nämlich hier in dein Herz und aus deinem Herzen heraus aktiviert sein möchte. Und vielleicht braucht es genau dafür dieses Ausruhen, diesen Rückzug. Vielleicht war auch jetzt bisher die Zeit ein bisschen sehr stressig, sehr anstrengend. Und ja, ich gebe zu, der Oktober und der November, die haben uns echt alle krass herausgefordert. Ja, es ist so viel Unruhe im Feld, teilweise so viel Aggressivität und auch so Gegeneinander und Konkurrenz und was nicht alles. Und da darfst du dir noch tiefer bewusst werden, dass du Zeit und Raum für dich brauchst. Es liegt hier noch im Unbewussten, es ist dir noch nicht so klar. Momentan bist du vielleicht noch sehr im Außen aktiv
und versuchst hier und da, weiß ich nicht, zu schlichten, kommt gerade rein. Oder ja, auch Entscheidungen zu treffen. Und doch achte bitte darauf, lieber Stier, dass das Ganze nicht nur im Kopf geschieht, sondern dass du auch dein Herz, deine Emotionen mit dazu nimmst. Was ist dir bewusst? Ach, guck mal. Ja, das Kehlchakra. Und es geht hier wirklich um deine Wahrnehmung. Es geht um deine Authentizität. Es geht um das Aussprechen auch deiner Wahrnehmung, deiner Wahrheit, deines Bewusstseins. Und dazu gehört einfach auch, dass du in dir ruhend nachspürst, was ist deine Wahrheit. Wir haben jetzt hier zweimal. Zum einen ist es dir bewusst und zum anderen wird es nochmal mehr aktiviert. Die Energie des gesprochenen Wortes, die Energie der Wahrheit und der Klarheit. Und ganz ehrlich, lieber Stier, an allen Ecken und Enden bröselt es gerade. Und ja, all die Illusionen und ja, Schleier, Unwahrheiten, all das, was nicht auf der Wahrheit, die ja schlussendlich Liebe ist, beruht. All das bröckelt, all das bricht zusammen. Und du bist hier eingeladen, für dich einzustehen, deiner Wahrheit, vielleicht sogar auch in der Stille, in dir ins Auge zu sehen und dann dementsprechend zu kommunizieren. Wir schauen uns mal an, was wir hier an der Unterseite liegen haben. Wow! Materiellen und spirituellen, ja, Wohlstand, Erfüllung, Ausgleich. Wir haben hier mit den 6 Münzen wirklich die Balance. Wir haben hier dieses innere Gefühl auch. Du schaust auf dich, du schaust auf dein Leben. Und dein Leben fühlt sich gerade wundervoll an. Und ja, es mag die ein oder andere Herausforderung geben, aber so in der Tiefe fühlst du dich in dir gesehen. Oder schaust du, weil du hier irgendwo zu Besuch bist, auf das, was andere haben? Schau mal hin, lieber Stier, in dir. Welche Fülle liegt da in dir und wie kannst du das, was da gerade vielleicht in dir noch nicht erfüllt ist, kommunizieren? Es geht ganz stark um Kommunikation, um authentische, klare, wahrhaftige Kommunikation und es geht auch darum, mit dir selbst ehrlich zu sein und in dir diese Fülle, die da schon ist, zu erkennen und anzuerkennen. Und ja, du musst dich nicht im Außen abrackern, erkenne, dass du auch mal Pause machen darfst, um wirklich das zu sehen und das wertzuschätzen, was da in deinem Leben ist. Ja, lieber Stier, sehr spannend, Selbstachtung, Selbstwertschätzung, Selbstwahrnehmung, aber auch hier wirklich ja, zu dir selbst stehen und deine Wahrheit aussprechen. Und ich schaue jetzt mal gerne mit dir gemeinsam in der Fortsetzung, was wir hier noch für zusätzliche Impulse bekommen, was deine Seele hier noch aus der Tiefe offenbaren möchte. Und ja, ich freue mich auf dich. Bis gleich.